Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier von mir. Es geht weiter mit den Online-Rennen, das heutige Rennen Blue Mon Bay Speedway. Hier habe ich eine Zeit von 36.921. Das ist eine sehr gute Zeit, damit habt ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit auf die Pole Position und den ersten Platz beim Rennen. Ja, fahren wir mal diese Runde mit der Zeit. Hier dieser Bremspunkt, achtet mal hier, da wo die Sonne scheint, da an diesem Punkt genau, da müsst ihr bremsen und dann so schnell wie möglich um die Kurve, also nur ganz kurz bremsen, danach wieder schön Vollgas und rum. Hier auf dieser Geraden versucht man hier möglichst hier so, wie ihr jetzt so sieht hier, so schön innen zu fahren und auch nicht zu stark lenken, nicht dass ihr da zu viel Geschwindigkeit verliert. Und dann hier um diese Kurve auch ganz leicht rumlenken, damit ihr da nicht zu viel Geschwindigkeit verliert. Und da vorne habt ihr schon die Ziellinie. Und da sehen wir 36.921. Ja, das ist eine sehr gute Zeit und ich hoffe, dass ich euch helfen konnte und ihr auch so eine gute Zeit hier bei diesen Rennen schafft und dann die Pole Position und dann beim Rennen, was 15 Runden geht, den ersten Platz. Hier habe ich nochmal kurz eingeblendet, bin ich ein Rennen gefahren und es war relativ einfach hier den ersten Platz zu halten. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß bei Gran Turismo und macht's gut und schönes Wochenende.